Ladedruckregelung, / Ladedruckerhöhung. Die meisten von euch suchen wahrscheinlich nach der Ladedruckerhöhung. Wie hole ich mehr Leistung aus meinem Motor raus? Ich möchte euch aber ganz kurz in diesem Video erklären, wie das Ganze funktioniert und was es bedeutet, den Ladedruck zu erhöhen. Der Turbolader funktioniert nach dem Prinzip, dass die Abgasseite die Verdichterseite antreibt. Das heißt, die Abgase, die hier diese Welle drehen, erzeugen einen Druck, und das ist der Ladedruck, also ein Druck der Luft auf diesem Bereich. Dieser Bereich geht natürlich bis in den Motor rein und so weiter und so fort. Ich konzentriere mich jetzt aber hier an der Stelle auf das Verdichtergehäuse. Hier ist in dem Fall jetzt relativ schnell und einfach der Anschluss, wo der Druck, der aufgebaut wird, im Turbolader gemessen wird. Und hier habe ich, das ist bei den meisten Turboladern so, die Druckdose, die dann diesen Druck aufnimmt und ab einem bestimmten Druck sich bewegt. Was bewegt diese Dose? Diese Dose bewegt die Wastegate-Klappe. Und diese Klappe öffnet dann bei diesem bestimmten Ladedruck und lässt die Abgase, die hier reinfließen, und ihr seht das wahrscheinlich hier so ein bisschen, wenn man da schräg reinguckt. Ich muss mal gucken, ob man das sieht. So, was macht jetzt diese Abgas- oder Wastegate-Klappe? Diese Klappe öffnet sich, wie gesagt, bei einem Erreichen eines bestimmten Drucks in diesem Bereich. Das heißt, die Stange bewegt sich nach vorne. Ich krieg das hier nicht hin. Das nennt man Vorspannung. Wie ist in der Stufe jetzt hier zu doll? Die Abgasklappe geht dann nach oben und die Abgase, die hier reinströmen und dann durch die Schnecke auf die Welle treffen, werden in dem Moment dann umgeleitet. Das heißt, wenn dieses Volumen voll ist, durch die Drehzahl des Motors, durch das Volumen der Abgase, umso höher die Drehzahl, umso mehr Abgase gehen da durch, sagt irgendwann die Druckdose, stopp, das reicht jetzt, zu viel, und öffnet diese Klappe. Diese Klappe leitet dann die Abgase um und strömt, also lässt die Abgase, zum Anfang einen kleinen Teil, zum später einen größeren Teil, an der Turbine vorbeiströmen. Und damit wird die Geschwindigkeit dieses Rades und der ganzen Welle begrenzt und der Ladedruck an der Stelle stabil gehalten. Würde man jetzt den Ladedruck erhöhen, kann man das auf verschiedene Art und Weisen machen. Zum einen über das Taktventil. Dieser Turbolader hat jetzt eins hier mit dran. Das heißt, elektronisch wird gesagt, also wird die Luft, die hier zur Dose geschickt wird, immer mal unterbrochen. Und die Dose kriegt nicht so viel Luft ab, wie sie abbekommen soll. Das heißt, ich kann damit elektronisch den Ladedruck begrenzen. Ich bescheiße sozusagen die Druckdose hier unten, darf ich das sagen? Und tue so, als wäre noch gar nicht so viel Ladedruck da. Das kann man mit einfachen Mitteln machen. Das kann man elektronisch mit diesem Taktventil machen. Das kann man mit einem Dampfrad machen. Das kann man auch mit kleinen Tricks. Das kann man mit einfachen Mitteln machen. Mit einem Taktventil, elektronisch, über die Steuergeräteanpassungen, die es halt so gibt. Man kann das auch manuell machen. Macht man häufig bei älteren Fahrzeugen. Über einen Dampfrad, die gibt es auch manuell und dann auch wieder elektronisch. Die Luft, die dann an der Druckdose ankommen soll, oder der Druck, der an der Druckdose ankommen soll, ist dann einfach weniger und die Druckdose weiß gar nicht, dass der Ladedruck so hoch ist, und öffnet dementsprechend, je nachdem, was hier abgelassen wird, eingestellt ist, wie auch immer, diese Klappe später. Und dann kommen die Abgase erst später durch. Das heißt, das Volumen hier wird erhöht, die Drehzahl des Turboladers wird erhöht und es wird ein größerer Druck aufgebaut in diesem Verdichtergehäuse. Wenn ihr dazu weiterführende Fragen habt, schreibt unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Like gebt, einen Daumen nach oben und auch unseren Kanal abonniert. Das Video ist Bestandteil der Serie Turbolader einfach erklärt. Den Link zur kompletten Playlist findet ihr unten in der Beschreibung. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die anderen Videos auch anseht. Dankeschön.